Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bomkashi. Da sind wir wieder mit Billgott und mir. Es war nicht einfach, ihn aus seinem Ich will kämpfen, Loop rauszubekommen. Ich muss ihn erstmal komplett downen, also K.O. hauen. Erst dann hat er aufgehört rumzuwandern und er wollte sich einfach selbst umbringen. Er wollte die Goblins, er wollte den Dämon. Und ich muss ihn erst K.O. schlagen, damit er aufhört damit. Anders wollte er nicht mehr aus dem Loop raus. Schon peinlich, ne? So, den Pfad kann ich vergessen. Den sollte ich eigentlich auch schon vergessen können. Muss ich mir einen Weg überlegen, wieder zurück? Meine, da sind Orks, da sind Orks, da sind Orks, da sind Orks, da sind Orks. Da oben sind Orks, an der Seite rechts sind Orks, da am Fluss sind Orks. Ja! Und es wird gerade dunkel. Ah, scheiße. Ja, wir haben ein Problem, weil hier überall Orks sind. Selbst der Weg, über den ich herkam. Orks. Und dann mein Vollidiot hinter mir. Mit Sicherheit bereit ist, Orks zu bekämpfen. Naja. Kannst du bei dem Pass hier probieren? Ach nee, geht ja nicht, weil die Brücke existiert nicht mehr. Ah, wir kommen jetzt zum alten Lager. Das ist alles andere als einfach. Wenn ich weiß, es wird gerade dunkel. Ein Mistvieh weniger. Okay. Jetzt wird gefickt. Willst du nicht was trinken? Dann nicht. Boah, hier sind da überall Orks, das ist das Problem. Ah, Billgott wieder. Man sieht, dass Billgott schwach ist, weil er echt null Schaden macht. Ein Mistvieh weniger. Willst du nicht. Ach, komm, ich geb dir. Ich geb dir einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Meine Fresse, ne? Kannst du dich ein bisschen schneller laufen? Ich mach ja, was ich kann. Du machst aber nicht genug. Weil ich muss mir jetzt hier was aus der Puppe herzusaugen, wie ich dich zum alten Lager kriege. Beziehungsweise hier weg. Moment, weg zum Pass hoch. Oder kommst du nicht hoch? Ah, oh, bei Offler. Bei Offler. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und es ist echt dunkel. Mit einer Teleportrune kann ich wahrscheinlich nicht zwei Leute aufnehmen. Wahrscheinlich nicht.
runter. Was ist das? Okay, es gibt neue Viecher. Aber das fliegende Vieh kenne ich ja nicht. Das kenne ich nicht. Ah, bei Offla, wie kommen wir hier noch ran? Müssen wir einen anderen Weg zu nehmen. Oh, das ist alles nicht wahr. Und ich muss eine Fackel nehmen. Das ist ein Lager? Nee, ne? Hey! Diego! Ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe. Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört, geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Hör zu, geil. Ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück, denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals, die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Beibringen! Ja, 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 klar. Ja. Was willst du wissen? Stärke, 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 Stärke. Komm wieder, wenn du mehr Deine Stärke hat zugenommen. Kann ich das Schwert tragen? Wollen wir ihn den Säbel? Da. Ja. Ja. Yeah. 19. Also 50er Stärke haben wir. Ah. Oh, Diego. Diego. Boah, ich hab dich vermisst, Digga. Postet jetzt in den Kommentaren ein dickes Herz zu Diego. Boah, ich hab den Jungen so vermisst. Boah, Diego. 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 Meine Fresse, ich hab dich so hart vermisst. Hey. Lass uns zusammen gehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran, du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden.
Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Lass mich speichern. Safe State 3. Seid ihr gleich bereit? Komm mit. Alles klar. Jetzt sind wir zu dritt. Hübsch, ne? Diego kann kämpfen, das weiß ich. Vielleicht kommen wir jetzt so an den Ochs vorbei. Probieren wir es. Zur Sicherheit nochmal ein Safe State 1. Oh, Diego, Baby. Diego. In dein Arsch, in dein Arsch, in dein Arsch. Das hört sich nix. In dein Arsch, in dein Arsch, in dein Arsch. Oh ja. Diego, mach! Ja, Diego kann auf jeden Fall kämpfen. Gehen ein Stück zurück. Ich werde auf jeden Fall umgehauen. Okay. Diego kann kämpfen. Diego ist stark. So aufpassen, dass Bilgot nicht stirbt. Bilgot geht's gut, Diego geht's gut. Danke, Jungs. Danke, ihr seid die Besten. So können wir uns vielleicht doch jetzt durchschleichen. Habe ich den einen Ork schon ausgenommen? Nee, oder? Nö. Einmal safen. So kann es klappen. Boah, ich bin so froh, Diego gefunden haben. Deutsch ist wieder meine Stärke, ne? Also ich bin so froh, Diego gefunden zu haben. Mit Diego hätten wir tatsächlich jetzt eine Chance. Das Knacken verstehe ich nicht. Da hätten wir jetzt tatsächlich eine Chance, wenn er dabei ist. Scheiße. Komm auf mich zu! Diego? Wo ist Diego? Er blieb stehen. Ein nicht viel weniger. Hey! Warte. Trinken Trank. Hier, nimm den Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Bist du lebensmüde? Geh bloß nicht zu nah an die Burg. Alles klar? Alles bestens. Kommst du noch mit? Oder sagst du ab hier nein?
Ab hier sagt er nein, okay. Diego, du weißt, dass wir keinen anderen Weg haben, oder? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Nicht zu nahe an die Burg. Ach, okay, ich muss mir einen anderen Weg ausdenken. Okay, Diego will nicht dahin. Aber dann müssen wir einmal... Oh nein, ne? Aber wenn wir uns links halten, das könnte vielleicht... Okay, wir halten uns links. Und hoffen. Das müsste der richtige Weg sein, ne? Über den Orkpass. Ach, Diego. Wir können jetzt schon da sein, aber nein, er will nicht zu nah an die Burg ran. Also müssen wir es über den Orkpass versuchen. Boah, das wird ja dann auch wieder zu nah an die Burg, ne? Oh, nee, ne? Also, wenn er da schon ab der Grenze streikt, dann ist da der Weg links, also rechts, komplett auch gestorben, weil das ist zu nah an die Burg. Dann müssen wir komplett links außen rumlaufen. Oh, aua. Ah, wir laufen hier lang. Sonst wird das nix. Und ich sehe nicht viel gerade. Wo ist die Fackel? Nee, hier ist der Weg scheiße. Nee, ich geh nochmal zurück und dann knickknack, ne? Ah, Folge der Karte, ne? Diego will nicht zu nah an die Burg. Also müssen wir einen richtig fetten Umweg nehmen. Richtig fetten Umweg. Beide noch da. Wenn ich mich richtig geguckt habe, dann müssen wir hier lang. Dann müssen wir hier. Über die Berge. Ah, wie gut, dass die beiden kämpfen können. Und Billgott ist tot. Und ich auch. Ich krieg ja jetzt schon Kopfschmerzen mit der Sache. Billgott, du bist oben auf. Diego, du bist oben auf. Gut. Rechts. Es wird jetzt schwierig, die beiden jetzt hier irgendwie über die Berge zu leiten, weil da sind wieder Orks und Gegner und... Ah. Und diese Scheißviecher, die Warg. Kein Mistvieh weniger. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ja, vorsichtig und... Na, warum bin ich nicht weggelaufen? Ah! Oh Gott, das ist okay. Diego, Mittel. Gesundes Mittelmaß. Die Sonne kann langsam mal aufgehen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr genug seht, weil... Ja.
Bei dem Öko-Modus soll mein Bildschirm ausmachen. Ich glaube, ihr seht nicht genug, oder? Sorry. Das werden wir nicht überleben. Zumindest ich nicht. Nimm mal drauf, Diego. Der Schamane ist das Problem. Hier nehmen wir mal Safe State 3. Ah, wie soll ich euch über den Pass führen? Oh, Billgott. Du bist mehr tot als lebendig. Hier, nimm den Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Wie viele Tränke habe ich eigentlich noch? Ah, oh, ich will es gar nicht wissen. Oh, jetzt habe ich selbst. Nein. Ich wollte gerade sagen, der Penner hat mich jetzt fast abgefackelt, ne? Ah, das wird nicht einfach hier. Da wir jetzt über die Berge müssen, dank Diego. Das wird nicht einfach. Überhaupt nicht. Und danke, Diego. Wegen dir müssen wir hier rüber. Nimmt sich eigentlich nicht. Zieh sie zu dir, Diego. Diego. Oh, er hat seine eigenen Tränke. Alter! Und wie er Tränke hat, der alte Schluckspecht. Da ist nichts zu holen. Okay, Billgott, du stehst ein bisschen im Weg. Nur ein bisschen. Nichts zu holen. Okay, dann kann ich ihn auch halt nicht anvisieren. Oh, das ist so scheiße, dass wir jetzt über diesen Pass müssen. Danke, Billgott. Danke. Danke, Diego. Ich hatte noch nie so wunderbare Best-Begleiter. Ja, wenigstens können sie etwas kämpfen. Was ist das? Schnapper, da sollten wir außen vor bleiben. Hier lang. Boah. Schwierig. 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 So. Muss mal wieder gemütlich hinsetzen. Billgott? Wenn du nicht gleich Schnapperfutter werden willst. Sag jetzt nicht längst fest. Oh, komm, bitte, 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 bitte. Folget mir. Super. Jetzt wird's schwieriger. Meine Blutfliege ist einfach, oder Wag? Nee. Ja.
Mistvieh weniger. Das Schwierige kommt erst noch. Da wir ja bei den ganzen Pass müssen. Also das Schwierige kommt erst noch. Ah, schwarze Goblins, warum? Ah, warum? Mach dich bereit, Diego. Oh, nein, 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 geh da nicht rein. Na gut, so schwer waren sie doch nicht. Müssen wir gucken, über den Fluss? Warte, ich muss gucken. Nee, nicht über den Fluss. Aber wenn ich jetzt über die Brücke... ja, komm. Gib ihn. Obwohl? Wäre das ein guter Weg? Na komm, wir gehen über den Fluss. Die andere Richtung wäre auch wieder zu nah für ihn. Wow, wer hat Bock auf Locker? Ein Mistvieh weniger. Ja, Bilgot hat das Bock auf Locker, ne? Ich geb dir das Hier, Extrakt. Nimm den Heiltrank. Dürfte dich gut gefüllt haben. Ich hoffe, wir können schwimmen. Wir können schwimmen. Ich wurde von einem Eiswolf getötet und... Oh, scheiße, ich hätte speichern sollen, ne? Ah! Komm, auf ihn! Wie in alten Zeiten. Dann haben wir hier auch noch Eiswölfe. Wie einfach mal den Lurker mit einem... Ich werd nicht mehr. Einfach... mit einem Schlag. Okay, Richtung Lurker gehen wir aber. Die Eiswölfe sind zu brutal. Genauso wie die Eisgolems da hinten. Macht sie platt! Nice! Na, macht ihn platt, ha! So, ich hoffe, das ist nicht zu nah für dich, Diego. Dann schwimmen wir gleich. Hauptsache, wir kommen endlich zum Pass. Waren hier nicht die Banditen? Ja, hier waren die Banditen. Schauen wir mal, was Diego dazu sagt. Wenn es nur einer ist, sonst... Auch nicht. Stirb, Mistkerl! Diego! Diego! Oh. Das war's für dich, Penner. Gott, ich hoffe, du lebst noch. Bilgot ist umgefallen.
Er atmet noch. Du hast noch nicht mal Gold dabei? Warten wir, bis er aufsteht. Nimm dein Schwert. Oh, mein Schädel. Nimm dein Schwert. Rede mit mir. Hier, nimm den Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Und Diego, geht's gut. Super. Wir sind jetzt hier, dann schwimmen wir gleich und dann haben wir es geschafft. Hoffentlich. Gold! Und ein Bier. So, weiter geht's. Ich will keine Zeit verschwenden. Und der idiotische Bandit hat einen Heiltrank, Papier und noch irgendwas. Ich hoffe, Diego beschwert sich jetzt nicht. Wir haben schon 31 Minuten. Okay, was haben wir hier? Feldräuber, Feldräuber. Und was war das letzte da? Schwarzer Goblin. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Ich habe gerade einen Fall von oben gesehen. Bleibt hinter mir. Ein Mistvieh weniger. Da ist ein Lager, ne? Na, weißt du was? Rückzug! Wir nehmen die andere Seite. Sonne geht bald auf. Ihr, liebe Leute, nehmt die andere Seite. Und da ist da was? Das ist, als ob da was lag. Alkraut. Ah, sehe ich schon wieder. 33 Minuten. Leute, wir müssen Schluss machen für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Kashi, und da liegt was. Spruchrolle, nehme ich doch gerne. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Kashi. Hauen Sie rein. Lasst mal ein schönes Like, Glocke, Abo, gefällt mir Button oder erzählt euren Freunden von mir. Ihr kennt das ja. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.